Buster die Dampfwalze liebte das Gefühl von Geschwindigkeit. Die Sonne wärmte ihm das Dach und der Wind kühlte seine Walzen. Nicht einschlafen, schnaufte Thomas. Ich denke nach, sagte Buster. Aber das stimmte nicht. Er träumte davon, wie es wohl wäre, ein Rennen zu gewinnen. Thomas setzte Buster bei der Rennbahn von Sodor ab, wo seine Freunde arbeiteten. Die Rennbahn sollte heute noch fertig werden. Aber trotz der Eile mussten die Arbeiten umsichtig ausgeführt werden. Buster walzte die letzte Kurve der Rennbahn. Er träumte immer noch davon, ein Rennen zu gewinnen. Und der Sieger ist Buster, die schnellste Dampfwalze der Welt. Vrumm, vrumm, machte Buster. Du kommst dir wohl schnell vor, ärgerte ihn Monty. Wenn du noch langsamer wärst, würdest du rückwärts fahren, nickte ihn Max. Aber Buster beachtete sie nicht. Er hatte seinen Spaß. Schließlich war alles fertig und Miss Jenny kam, um die Rennbahn zu begutachten. Ihr seid ein gutes Team, sagte Miss Jenny. Aber die Bahn muss noch getestet werden. Darf ich sie testen, Miss Jenny? Fragte Buster. Ich bin die schnellste Dampfwalze der Welt. Wohl eher die langsamste, sagte Max grinsend. Monty kicherte. Vielleicht solltet ihr sie alle drei testen, meinte Miss Jenny. Der Vorarbeiter gibt euch das Startzeichen, aber ihr dürft nicht zu schnell fahren. Natürlich nicht, sagte Monty. Doch Max und Monty wussten, dass sie so schnell fahren würden, wie sie nur konnten. Die drei warteten auf das Startzeichen des Vorarbeiters. Ich bin bereit, rief Buster. Du schlägst doch keine Schnecke, sagte Max. Nicht mal eine müde, fügte Monty hinzu. Der Vorarbeiter hob die Flagge. Max und Monty rasten los. Du bist zu früh gestartet, nörgelte Monty. Stimmt ja gar nicht, zickte Max zurück. Buster zuckelte zufrieden über die Bahn, so schnell seine Walzen ihn trugen. Und das war nicht besonders schnell. Monty war so sauer, dass er Max rammte. Au, rief Max. Du hast mir eine Beule gemacht. Du bist mir im Weg, schimpfte Monty. Buster genoss das Rennen in vollen Zügen. Max war so sauer auf Monty, dass er beschloss, ihn auch zu rammen. Ehe sie sich versahen, kamen sie ins Schleudern und landeten in einem Graben. Derweilen zuckelte Buster zufrieden weiter. Oh, machte der Bulle. Oh, sagten Monty und Max. Und mit einem Ruck fuhren sie rückwärts aus dem Graben. Und dann rasten sie weiter die Strecke entlang. Buster zuckelte auf die Ziellinie zu. Los, Buster, jubelten die anderen Baumaschinen. Buster, lebe hoch! Hurra, Buster! Oh nein, jammerte Monty. Das darf doch nicht wahr sein, jaulte Max. Aber es war zu spät. Buster rollte schnaufend und keuchend über die Ziellinie. Als Max und Monty die Ziellinie überquerten, stritten sie sich immer noch. Ich bin Zweiter, rief Max. Dritter, schimpfte Monty. Du hast gewonnen, Buster, sagte Jack. Und das ohne zu schnell zu fahren, verkündete Buster. Als Thomas kam, um Buster abzuholen, war er begeistert. Ich habe eine Dampfwalze abgeliefert, sagte er, und bringe einen Champion zurück. Und er hat bewiesen, dass die Rennbahn sicher ist, wenn man vernünftig fährt, fügte Miss Jenny hinzu. Buster platzte fast vor Stolz. Rum, rum, machte er, als Thomas an Monty und Max vorbeidampfte. Ich war Zweiter, sagte Max. Dritter, knurrte Monty.